Vielleicht kurz zu meiner Person. Mein Name ist Michael Breitenberger. Ich bin der BIM-Manager in der Autobahn GmbH, der Zentrale zugeordnet und doch für die einheitliche und übergreifende BIM-Implementierung in der Autobahn verantwortlich. Zu meinem Hintergrund: Ich bin ausgebildeter Bauingenieur, habe auch Informatik studiert, habe im Bereich Freiformmodellierung und finite Elemente promoviert, habe mich dann selbstständig gemacht im Bereich BIM. Beratung für größere Konzerne gemacht, vor allem auch im Hochbau, aber auch in Industrie oder in Infrastrukturprojekten. Und genau seit 1. April diesen Jahres bin ich bei der Autobahn und verantworte dort das Thema BIM-Implementierung in der Autobahn. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich in der Themeninsel vertreten sind. Ich möchte kurz ein paar Worte zur Autobahn sagen, in welchem Stadium befindet sich gerade die Autobahn, dann kurz den Masterplan BIM aufgreifen, der für uns ja den Rahmen für die BIM-Implementierung steckt, dann so die wesentlichen Eckpfeiler der BIM-Implementierung in der Autobahn und den Weg aufskizzieren, wie wir uns als Autobahn den Weg zum BIM-Regelprozess in 25 vorstellen und am Ende noch ganz kurz die nächsten Schritte, die auch, dann auch nach außen sichtbar werden. Zur Autobahn. Die Autobahn ist ein sehr junges Unternehmen. Wir wurden 2018 gegründet. Die Geschäftsführung hat seine Tätigkeit im 2019 aufgenommen. Und operativ tätig sind wir seit dem 01.01.2021. Und uns kann man fast so ein bisschen mit einem Startup vergleichen. Allerdings haben wir einiges mitbekommen von den Autobahndirektionen. Darunter gehören 13.000 Kilometer Strecke, 28.000 Bauwerke, 550 Tunnel und sehr viele laufende Projekte. Wir streben eine Gesamtmitarbeiterzahl von 15.000 an, vielleicht werden es auch ein bisschen weniger. Das soll nur dazu dienen, damit Sie ungefähr eine Größenordnung haben, wie viele Mitarbeiter wir es in der Autobahn zu tun haben. Und wir sind natürlich auch bundesweit vertreten an über 200 Standorten. Die Autobahn GmbH, das ist ja eine Transformation, die da eingeleitet worden ist. Das heißt, man hat die Autobahndirektionen, die früher auf Länderebene als öffentliche Behörden unterwegs waren, in eine GmbH überführt, die jetzt auf Bundesebene agiert. Ziel ist es, Synergien zu schaffen in sehr vielen Bereichen, zum Beispiel Finanzierung, Planung, Bau und Betreiben, Unterhalt. Und genauso möchten wir das auch beim Thema BIM machen. Das heißt, wir erarbeiten uns die zentralen Themen, und die für das Thema BIM wichtig sind, zentral gemeinsam mit allen Niederlassungen und rollen die Inhalte dann bundesweit aus. Kurz nochmal zum Masterplan BIM Bundesfernstraßen. Der wurde heute vormittags ja schon ausführlich besprochen. Für uns ein ganz wesentliches Element ist die dreistufige Implementierung bis zum Regelprozess. Wir haben drei Phasen. Wir werden das genauso machen. Wir werden auch die Anforderungen, wie es hier skizziert ist, zunehmend erhöhen an die Projekte und versuchen natürlich auch dieses Best Practice aus den ganzen Projekten, die wir jetzt schon machen und auch angehen, immer wieder zu hinterfragen und sehe das als einen ständigen Verbesserungsprozess. Dann zum Weg zum BIM-Regelprozess. Also wie sieht das jetzt konkret für die Autobahn aus? Also nicht nur der Rahmen, sondern auch für die Autobahn. Wir haben uns natürlich auch eigene Ziele gesteckt. Das heißt, die zahlen auch auf die mittel- und langfristigen Reformziele ein, die mit der Transformation angestrebt werden. Das heißt, wir wollen schneller planen, effizienter bauen, betreiben, unterhalten und auch die Leistungsfähigkeit durch Digitalisierung stärken, um eine moderne und sichere Infrastruktur bereitzustellen. Konkrete Ziele sind: Wir wollen eine einheitliche Projektabwicklung, einheitliches Datenmanagement, Planmanagement. Wir wollen damit auch eine Verzahnung der Niederlassungen erreichen. Wir wollen einen durchgängigen, fachübergreifenden Informationsfluss gewährleisten und das kernprozessübergreifend, also zwischen Planen, Bauen und Betreiben. Und damit auch die Verschlankung der Kernprozesse anregen, um effizient zu digitalisieren. Zunehmend oder zusätzlich wollen wir die Agilität erhöhen. Und das versuchen wir vor allem durch eine Soft- und Hardware-Verschlankung.
Bereitstellung in der Cloud. Gut, dann zu den wesentlichen Eckpfeilern. Wie bereits angesprochen, versuchen wir das Thema BIM gemeinsam zentral gesteuert zu implementieren. Das heißt, wir beziehen alle Niederlassungen ein, um das Thema voranzubringen. Wir fahren einen gesamtheitlichen Ansatz. Das heißt, wir digitalisieren auf Unternehmensebene, digitalisieren dort die Prozesse und versuchen nicht projektspezifisch zu digitalisieren. Wir bauen eine integrale BIM-fähige IT-Infrastruktur aus. Das heißt, wir machen die bestehende oder die sich im Aufbau befindende IT-Infrastruktur BIM-fähig. Und ein wesentliches Element ist die zentrale Datenhaltung. Zusätzlich versuchen wir, die BIM-Projekte zu mentoren, also ein Mentoring-Programm aufzusetzen. Das heißt, wir unterstützen die Niederlassung oder die spezifischen Projekte bedarfsgerecht, je nachdem, an welcher Stelle die Unterstützung benötigen und stellen dann natürlich perspektivisch auch alle möglichen oder wichtigen Software- und IT-technischen Lösungen bereit. Wir setzen auf einheitliche und spezifische Auftraggeber-Informationsanforderungen. Wir versuchen, in die Projekte Transparenz und Klarheit reinzubringen. Was wollen wir als Auftraggeber? Also, welche Erwartungen haben wir? Die versuchen wir in den AIA zu definieren, damit wir auch eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Angeboten bekommen können. Und ein anderer wesentlicher Punkt ist, dass wir die Projektabwicklung vereinheitlichen wollen. Also, jedes Projekt ist natürlich unterschiedlich, aber trotzdem gibt es gemeinsame Aspekte und Themen, die bundesweit harmonisiert und standardisiert gehören. Da werden wir uns einbringen, um diese Themen entsprechend zusammen mit den Straßenbauverwaltungen unter Davis abzustimmen und zu standardisieren. Wie gehen wir das Thema inhaltlich an? Um die inhaltlichen Prozesse zu erarbeiten, bedienen wir uns eines Pools von zurzeit, das wächst ständig, von 65 Fachexperten, die aus allen Niederlassungen kommen, die ihre Fachexpertise einbringen. Diese Fachexperten bündeln wir dann zu sogenannten Themen, wo es darum geht, bestimmte Prozesse oder Aspekte zu erarbeiten. Und dafür haben wir fünf Säulen implementiert. Zum einen die Methodik, Daten- und Kommunikationsmanagement. Also wie organisieren wir mehr oder weniger das Projekt? Dann das Thema Informationsmanagement. Da geht es dann Richtung Attribute. Welche Informationen brauchen wir, um eine Ausschreibung effizient zu machen? Wann brauchen wir die Informationen? Dann das Thema organisatorisches und Rahmenbedingungen. Da versuchen wir, unsere wichtigen Anforderungen in beispielsweise AIA oder BVBs zu packen. Dann haben wir das Thema Anwendungsfälle, Umsetzung und Validierung. Da geht es dann um das Best Practice in den Projekten. Wir versuchen entsprechend aus den laufenden Projekten Feedback zu holen, Best Practice zu erarbeiten und das dann auch wieder in die Fläche zu bringen. Und natürlich das Thema Personalentwicklung und BIM-Schulungen, um das Personal entsprechend BIM-fit zu machen. Ansonsten sehen wir BIM als Arbeitsmethodik. Es ist nicht nur ein BIM-Modell, sondern wir versuchen das als Arbeitsmethodik kernprozessübergreifend zu gestalten und wir versuchen da den Informationsfluss zu optimieren. Aus BIM oder aus BIM at Autobahn-Sicht versuchen wir eben die Projektabwicklung konventionell gesprochen zu ändern, zu digitalisieren, zu strukturieren, um eine einheitliche Projektabwicklung sicherzustellen, die wir dann auch entsprechend beschleunigen können. Das ist ein Schnittstellenthema, das heißt, wir arbeiten da sehr eng mit den einzelnen Fachbereichen und der IT zusammen, um die entsprechenden Prozesse, im Wesentlichen geht es um die Digitalisierung von Prozessen, voranzutreiben. Was ist unser strategischer Ansatz? Der strategische Ansatz ist, dass wir versuchen, dieses Projekt oder das projektspezifische BIM, was vor allem in Pilotprojekten zunächst wichtig war, in eine Digitalisierung auf Unternehmensebene zu überführen. Wenn man da einen Vergleich anstellen möchte, dann ist ein projektspezifisches BIM gekennzeichnet durch schlanke Auftraggeberinformationsanforderungen und der Auftragnehmer kann sein BIM gestalten, wie er möchte. Das ist aus unserer Sicht sehr anfällig, weil das maßgeblich von der Qualität des BIM-Managers abhängig ist. Ist er gut, läuft das Projekt gut, ist er nicht so gut, läuft vielleicht nicht so gut. Was wir wollen, ist übergeordnete BIM-Prozesse wie Koordinatensysteme, wie muss koordiniert werden, wie muss Kollisionsprüfung machen, dass wir da einen gewissen Standard reinbringen, damit wir auch schlankere BABs bekommen, in Form von vielleicht tabellarischer Zuarbeit.
dass wir auch eine bessere Vergleichbarkeit in den Angeboten haben. Und wir versuchen natürlich, die Aufgaben des BIM-Managements zunehmend zu automatisieren bzw. den BIM-Manager zu entlasten. Nichtsdestotrotz, als Basis gilt immer der Masterplan BIM für Bundesfernstraßen. Dann ein kurzer Überblick zur BIM-Umgebung der Autobahn. Wir hatten es in der vorherigen Besprechung, also das ist bei uns nicht ein Produkt, das ist eine Software-Landschaft mit unterschiedlichen Hard- und Software-Komponenten. Nichtsdestotrotz haben wir eine zentrale Datenmanagement-Plattform, wo wir dann die ganzen UM-Systeme wie SAP, I2, DIMGEO anbinden. Zusätzlich haben wir eine Cloud-Anbindung, um bestimmte Themen auch automatisieren zu können. Über ein Rollenrechtensystem werden wir die internen Mitarbeiter und auch externen Partner auf die entsprechenden Projekte beziehungsweise Ordner oder einzelnen Daten freischalten können. Uns ist es wichtig, dieses komplexe Konstrukt im Hintergrund nach vorne hin einfach zu halten. Das heißt, wir agieren hier mit einheitlichen Oberflächen, um den einzelnen Beteiligten genau die Systeme und die Softwaresysteme bereitzustellen, die auch benötigt werden, und alles, was versteckt werden kann, läuft im Hintergrund. Zum BIM-Rollout. Wir haben ja bereits angesprochen, wie wir uns die inhaltlichen Themen erarbeiten, beziehungsweise die Prozesse. Da haben wir einen Pool an Leuten, in denen wir die Prozesse erarbeiten. Wir pilotieren die oder wir etablieren diese Prozesse in einzelnen BIM-Projekten. Sobald die funktionieren, müssen wir die natürlich ausrollen. Für das Ausrollen brauchen wir eine andere Struktur. Da versuchen wir, möglichst kurze Kommunikationswege zu den Außenstellen hinzubekommen. Das ist die Aufgabe des nächsten Jahres, diese jetzt zu etablieren, nachdem wir die wesentlichen BIM-Prozesse so definiert haben, diese dann auch in die einzelnen Projekte, Niederlassungen und Außenstellen zu bringen. Ansonsten noch zur Implementierung in den drei Phasen. Im Masterplan BIM wurden ja diese drei Phasen angesprochen. Unsere erste Phase ist geprägt durch den Aufbau der BIM-fähigen Hard- und Softwarelandschaft, damit wir Arbeitsfähigkeit herstellen können. Das wird auch sich sukzessive weiterentwickeln. Wir versuchen, eine solide fachliche Basis zu schaffen, zum Beispiel eine einheitliche Plankodierung, damit wir effizient digitalisieren können. Und diese Prozesse etablieren wir gerade in einzelnen Pilotprojekten, um Best Practice herauszufinden, damit wir diese dann flächendeckend ausrollen können. Die zweite Phase ist dann durch die Etablierung der BIM-Arbeitsmethodik in diversen Projekten geprägt, also von Kleinprojekten zu Großprojekten. Und doch hier setzen wir den Fokus dann zunehmend auf Personalentwicklung. Die Prozesse, die wir in der Phase 1 entwickelt haben, an die Leute in den entsprechenden Projekten zu bringen. Und die dritte Phase ist dann dadurch gekennzeichnet, dass wir das BMVI unterstützen möchten, dieses Best Practice, was sich über die Jahre gesammelt hat, in nationale Standards zu überführen, um dann das volle Potenzial der BIM-Methodik entfalten zu können. Ansonsten vielleicht noch die nächsten Schritte, die wir im nächsten Jahr oder im ersten Quartal vor uns haben, beziehungsweise im zweiten ist die Fertigstellung einheitlicher, spezifischer AIA in der Version 1.0. Da geht es jetzt nicht um die projektspezifischen Themen, sondern um die Themen, die die Autobahn vorgeben wird. Die werden wir sukzessive in die ersten Projekte einbringen, beziehungsweise die Teile, die Inhalte pilotieren wir bereits in einigen internen Projekten. Dann ist es natürlich das Ziel, die interne Softwarelandschaft, die wir gerade aufbauen, auch den internen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, dass die in BIM-Projekten standardmäßig arbeitsfähig werden. Wir versuchen, weitere Grundlagen und Standards auch für die nächsten Schritte zu schaffen. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist die Standardbereitstellung der CDE für einzelne oder für die kommenden BIM-Projekte, damit wir in kürzester Zeit in einem Projekt BIM-arbeitsfähig sind. Und damit wäre ich mit meinem Impulsvortrag am Ende und freue mich auf Fragen bzw. Diskussionen.